Es gehört zu unserem Berufsleben schlichtweg dazu, dass wir angelogen werden. Unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, die Lüge als solches zu identifizieren und da um die Wahrheit nun mal erforschen zu können. Mein Name ist Thomas Hauburger, ich bin Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft in Gießen. Ich bin zuständig für die Bearbeitung von Tötungsdelikten. Man muss auch im Privatleben damit umgehen lernen. Letztendlich, anfangs war es bei mir so gewesen, dass ich so ein gewisses Misstrauen anfangs entwickelt hatte. Das konnte ich aber sehr schnell wieder ablegen. Lügen zu erkennen ist eine ganz, ganz große Herausforderung für uns. Ich bin der Meinung, dass natürlich vieles auch mit Bauchgefühl, Intuition zu tun hat. Aber letztendlich führt dieses Bauchgefühl nur dazu, dass man vielleicht dann die richtigen Fragen stellen kann, um die Wahrheit zu erforschen. Aber Bauchgefühl alleine ist jedenfalls niemals entscheidend für ein Urteil oder dergleichen. Gerade Beschuldigte, der eine schwitzt sehr stark, der andere plinzelt die ganze Zeit, vielleicht geht er auch ständig auf Toilette. Das sind aber Sachen, nach meiner Erfahrung, die kann man nicht allgemeingültig sagen. Ich habe mich auch schon sehr häufig getäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Leuten anfangs bestimmte Dinge abgenommen habe, die dann später sich aber als völlig falsch herausgestellt haben. Staatsanwälte sollte man nicht anlügen. Wenn man gar vor Gericht lügt, also als Zeuge bei einem Richter, die Unwahrheit sagt, dann kann man wegen falscher uneidlicher Aussage oder Meineides bestraft werden. Der Meineid ist ein schweres Verbrechen und kann mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 15 Jahren bestraft werden. Als Staatsanwalt kann ich keinerlei Lügen akzeptieren, weil egal wie marginal die Lüge sein mag auf den ersten Blick, kann sie die Wahrheitsfindung erschweren, sogar gefährden. Und deswegen kann ich das keinesfalls akzeptieren. Im Privatleben ist es natürlich so, jeder Mensch von uns hat mit Sicherheit schon mal sich die eine oder andere Notlüge erlaubt. Aber natürlich ist es so, dass man das tunlichst unterlassen sollte.